Heute gibt es Fischcurry von Saibling und Barschwillis. Frischer Ingwer, nicht zu vergessen Curry. Vorbereitungen wären soweit abgeschlossen. Jetzt werde ich den Fond ansetzen. Etwas Olivenöl. Lauch und Liebe. Weißwein und Brühe ablöschen. Karotten. Knoblauch. Das Ganze darf jetzt köcheln, bis die Gemüse weich sind. Die Fischfilets schneide ich in mundgerechte Stücke. Schau, ob da noch irgendwo Gräten sind. Zum Beispiel hier. Zum Würzen noch etwas Fischsoße. Zum Fischcurry soll es Reis geben. Ich nehme 2 Tassen Reis und dann
1,5 Tassen Wasser. Jetzt gebe ich noch die Kokosmilch dazu. Wasser für den Reis. Nachdem das Gemüse weich ist, gebe ich nun alle Gewürze dazu. Vom Purple Curry gebe ich mal nach Gefühl etwas dazu. Vom scharfen Curry nicht zu viel. Zwei Löffelchen Kokosblütenzucker. Jetzt gebe ich schon mal die Mango dazu. Der Fisch kommt erst kurz vor Essen dazu, weil der muss ja nur ein bisschen gar ziehen. Wenn das Wasser kocht, gebe ich den Reis dazu. Umrühren und aufkochen lassen. Abschalten und 15 Minuten so stehen lassen. So, jetzt darf der Fisch im Curry garen. Der Reis